Hallo und herzlich willkommen zur Savvy Minute. Heute möchte ich mit euch über das Entwurmen von Pferden sprechen. Und gleich vorneweg, es geht jetzt nicht darum, ob man Pferde entwurmen soll oder nicht, sondern es geht hier einfach nur um die Anwendungsmöglichkeit, was tue ich, wenn das Pferd sich nicht entwurmen lässt. Und danach gibt es natürlich auch ein paar Beispiele. Und wir haben jetzt hier ein Pferd. Das ist die Mercedes und die lässt sich halt hier nicht entwurmen. Man sieht hier das Klassische, ich habe das hier vorgemacht. Der Mensch steht vorne, versucht diese Spritze reinzubekommen und das Pferd gibt den Kopf immer weiter in die Höhe, in die Höhe, in die Höhe. Und im Endeffekt kann man das kaum machen. Also die Strategie geht einmal nicht. Das heißt, Strategie 2 ist, ich habe jetzt in dieser Spritze Apfelmus drinnen. Und sie soll einfach lernen, dass diese Spritze nicht immer was Negatives ist, sondern da kommt auch was Gutes raus. Und wichtig für mich ist einfach auch hier die Partnerschaft, weil ich sage einfach, ich hätte gern, dass der Kopf unten bleibt. Wenn möglich, sogar bis am Boden, das wäre optimal. Aber sie sollen sich nicht herausheben und den Kopf so weit oben haben, dass ich es nicht mehr erreichen kann. Ja, das ist schön, jetzt gibt es jetzt hinunter den Kopf, vertraut mir hier. Und mein Ziel ist halt hier wirklich am losen Seil ihr das zu verabreichen. Ja, jetzt machen wir einen Perspektivenwechsel. Ihr seht ihr das? Einfach ein paar Tröpfchen von dem Apfelmus rein und dann sieht sie, aha, okay, ist doch nicht so schlimm. Und wenn sie den Kopf in die Höhe gibt, sage ich zu ihr gleich wieder, na bitte, gib den Kopf wieder hinunter. Und das haben wir, wie gesagt, hier am Vormittag gedreht und habe das dann noch ein, zwei Mal mit ihr gemacht, habe sie dann wieder in Ruhe lassen. Und dann zu Mittag haben wir gesagt, okay, jetzt ist die Vorbereitung gut genug, jetzt machen wir das mit der Paste, mit der Entwurmungspaste. Und hier sieht man wieder, zuerst wieder mit dem bisschen mit dem Apfelmus und jetzt kommt schon die Paste jetzt. Frage ich sie wieder, komm bitte runter. Und jetzt kommt schwupps die Paste hinein. Und jetzt natürlich geht sie mit dem Kopf wieder in die Höhe, ist absolut kein Problem. Ist okay, wenn sie das nicht so halten kann, aber ich frage sie gleich wieder ganz freundlich, kannst du hier die Nase wieder runtergeben? Und streiche sie und gebe ihr auch gleich wieder ein bisschen von der Apfelspritze. Genau. Und wir werden ein bisschen jetzt hier von dem anderen Pferd abgelenkt, aber das ist auch dann die Nachbetreuung. Einfach sagen, ich hätte gern, dass sie relaxed ist und dass es wieder so ist wie vorher, der Spritze oder Wurmspritze. Ja, und das gibt euch einfach eine Idee, wie man sowas aufbauen kann, dass es entspannt ist und ja. Und jetzt zeige ich euch noch ein Video, wie es sein könnte. Das ist die Mika, das ist ein zweijähriges Pferd. Und wir haben hier ein durchhängendes Seil. Da geht die Spritze rein. Und das hängt durch. Ich habe genügend Zeit, dass ich auch die Spritze abwische. Und das ist halt wirklich für mich wirklich schön. Natürlich kommt noch gleich wieder die Apfelspritze hinterher, dass es nicht ganz so schlimm war. Und das hat sie ganz, ganz toll gemacht. Ja, also man muss immer wieder schauen, macht's nichts, was die Beziehung mit eurem Pferd gefährden könnte, sondern schaut's einfach immer, dass es auch fürs Pferd in erster Linie passt. Ich hoffe, ihr habt was lernen können und ein paar Ideen gehabt und wir sehen uns das nächste Mal und hören uns das nächste Mal. Ich freue mich schon. Ciao!